Vorhin hat eine Dame zu mir gesagt, hat sie gesagt, Herr Amthor, Sie mag ich, Sie haben gutes Wetter mitgebracht. Aber da habe ich gesagt, also alles kann ich jetzt auch nicht liefern. Also. Er ist Deutschlands jüngster direkt gewählter Abgeordneter. Oder wie man ihn auch nennt, der älteste 26-Jährige der Welt, Philipp Amthor. Mit gerade mal Mitte 20 sitzt der CDU-Politiker inzwischen schon seit 2 Jahren im Bundestag und ist dort längst eine feste politische Größe. Aber ich kann Ihnen Linken und Grünen nur mal empfehlen, machen Sie doch in Europa mal die Augen auf. In seiner Partei gilt er als einer der konservativen Hoffnungsträger. Einige ahnen in ihm sogar einen zukünftigen Bundeskanzler oder zumindest Verfassungsrichter. Aber alle sind sich sicher, er ist ein Riesentalent. Erst vor kurzem sollte er daher sogar das Antwortvideo der CDU auf Rezos CDU-Zerstörungsvideo machen. Das Video wurde auch gedreht, aber die Partei entschied sich in letzter Instanz doch für eine einfache Antwort via PDF-Dokument. Philipp Amthor ist also schon längst eine Figur des öffentlichen Lebens. Fragt sich nur, wie konnte es so weit kommen? Wie hat Philipp Amthor es in seinem jungen Alter schon in den Deutschen Bundestag geschafft? Immerhin das höchste deutsche Parlament. Und wieso, um Himmels Willen, gibt er sich mit seinen zarten Mitte 20 schon wie ein konservativer Berufspolitiker mit 40 Jahren Erfahrung? Was steckt eigentlich dahinter, hinter dem Phänomen Philipp Amthor? Die ganze Wahrheit über ihn, seinen Aufstieg und seine Politik erfahrt ihr jetzt, hier bei Wissenswert. Ach und schreibt uns bei der Gelegenheit natürlich auch in die Comments, welchen Eindruck ihr so von Amthor habt. Ein komischer Kauz oder ein sympathischer Sonderling? Um die Geheimnisse um Amthor etwas zu lüften, fangen wir an mit seiner Biografie. Philipp Amthor wurde am 10. November 1992 in Ueckermünde geboren, einer kleinen Gemeinde im Nordosten von Mecklenburg-Vorpommern. Als Sohn einer alleinerziehenden Mutter, die tagsüber in einem Callcenter arbeitete, ging er dort zum Greifengymnasium und zeigte schon früh, dass er politische Ambitionen hatte. Er wurde Schülersprecher und trat mit zarten 16 Jahren in die CDU ein. Ein Jahr später bekam er dann eine Möglichkeit, die seine Karriere für immer verändern sollte. Und zwar durfte er Angela Merkel bei der Bundestagswahl 2009 als Wahlkampfhelfer auf Wahlkampftour begleiten. Diese Chance ergab sich vor allem daher, da er als Wahlhelfer besonders engagiert gewesen war und somit auch in Merkels Wahlkreis, der direkt neben seinem Heimatort liegt, mitgeholfen hatte. Während der Wahlkampftour mit Angela Merkel hatte Amthor damals laut eigenen Angaben unter anderem die Möglichkeit, mit Merkel privat zu sprechen. Also teilte er ihr mit, dass er weiterhin politisch aktiv sein wolle und unter anderem deshalb nach seinem Abitur in Hamburg Jura studieren wollte. Merkel gab ihm daraufhin den Rat, er soll bei sich in der Nähe, nämlich an der Universität Greifswald, studieren, um weiterhin in seiner Heimat Politik machen zu können. Sie soll wörtlich gesagt haben, Politik macht man am besten von zu Hause. Wie Merkel es ihm empfohlen hatte, setzte es Amthor dann um. Er machte 2011 sein Abitur mit einem Schnitt von 1,4 und fing danach an, in Greifswald Jura zu studieren. Etwa zur gleichen Zeit trat Amthor auch schon in den Landesvorstand der Jungen Union von Mecklenburg-Vorpommern ein. Durch dieses Amt hatte er somit weiterhin die Möglichkeit, namhafte CDU-Politiker kennenzulernen und sich in der Partei einen Namen zu machen. Außerdem blieb er bei jeder Gelegenheit in Kontakt mit der Kanzlerin und wurde so sogar höchstpersönlich zu ihrem 60. Geburtstag eingeladen. Während seinem Studium in Greifswald traf Amthor dann eine weitere Entscheidung, die für sein Amt als Bundestagsabgeordneter wichtig werden würde. Und zwar fing er an, für Matthias Lietz zu arbeiten. Matthias Lietz war damals der direkt gewählte Abgeordnete der CDU in Amthors Wahlkreis. Über Lietz lernte Philipp Amthor also auch das Geschäft eines Bundestagsabgeordneten kennen. Was Lietz allerdings nicht wusste, war, dass Amthor, während er für ihn arbeitete, eigentlich im Sinn hatte, sein Amt zu übernehmen. Als Lietz nämlich eigentlich seine Kandidatur bei der Bundestagswahl 2017 vorbereiten wollte, offenbarte Amthor plötzlich, dass er selber gerne kandidieren wollte. Das Problem für Lietz war, dass Amthor sich durch seine Rolle im Landesvorstand der Jungen Union zahlreiche namhafte Politiker auf seine Seite geholt hatte. Nicht zuletzt auch die Befürwortung von Angela Merkel. So hatte er Lietz also ausgespielt. Unter diesen Umständen ließ Lietz offiziell Amthor also den Vortritt, wobei von parteiinternen Quellen berichtet wurde, dass Lietz sehr gekränkt war durch Amthors hinterlistige Machtpolitik. So schaffte es Amthor 2017, also schon im zarten Alter von damals 24 Jahren, als CDU-Kandidat für seinen Wahlkreis bei der Bundestagswahl anzutreten.
Problematisch war in seinem Wahlkreis dabei aber vor allem die AfD. Mit dem AfD-Politiker Enrico Komning hatte Amthor nämlich ernsthafte Konkurrenz, vor allem da sein Wahlkreis als eine AfD-Hochburg galt und bei der vorherigen Landtagswahl in seinem Wahlkreis sogar mehr Stimmen hatte als die CDU. Aber Amthor ließ sich von der Konkurrenz der AfD nicht unterkriegen. Stattdessen machte er Wahlkampf, wie man ihn sonst nur aus Politfilmen kennt. Monatelang fuhr er mit einem grünen VW-Bus durch seinen Wahlkreis und sprach mit Tausenden von Bürgern über deren Sorgen und Probleme. Nach eigenen Angaben hatte er dabei bei rund 15.000 Haushalten geklingelt und mit den Leuten direkt gesprochen. Amthor setzte also voll auf Bürgernähe. Dazu ließ er sogar Wahlplakate aufhängen, auf denen seine persönliche Handynummer stand, sodass Bürger ihn mit ihren Fragen jederzeit anrufen konnten. Während seines Wahlkampfes hatte er aber dann auch noch Hilfe von oben. So machte Merkel höchstpersönlich einen kurzen Abstecher in seinem Wahlkreis und überzeugte sogar den CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer, eine Rede in Amthors Wahlkreis zu halten. Erstaunlicherweise war diese Rede sogar Seehofers einziger Wahlkampfauftritt außerhalb Bayerns. Mit seinem Ehrgeiz, seiner Bürgernähe und seinen guten Kontakten zur CDU-Spitze gelang Amthor also das Undenkbare. Mit 31% der Erststimmen lag er 8% vor seinem AfD-Konkurrenten und zog als jüngster direkt gewählter Abgeordneter in den Bundestag ein. Und auch diese Bühne nutzte Amthor bisher hervorragend. Durch seine provokativen Reden wurde er auch der jüngeren Generation bekannt. Außerdem ist er inzwischen fast sowas wie ein Stammgast in Talkshows und erhält auch innerhalb seiner Partei ein immer größeres Ansehen. Aber wofür steht Philipp Amthor eigentlich? Was sind seine politischen Positionen? Innerhalb der CDU wird Amthor dem konservativen Flügel zugeordnet. So ist er zum Beispiel gegen Gender-Mainstreaming und hat auch gegen die Homo-Ehe abgestimmt. Außerdem betont er immer wieder, dass er im Grunde ein Freund der Leistungsgesellschaft ist und zum Beispiel auch an dem Konzept der Vollbeschäftigung festhält. Ich finde ja bei keinem super, wo ich sage, herzlichen Glückwunsch, du hast Hartz IV, sondern da müssen wir bei jedem sagen, okay, wir wollen Vollbeschäftigung bis 2025. Und da müssen wir sagen, wir ermöglichen das und wir machen die Leute fit. Und jeder, der in Deutschland arbeiten will, soll arbeiten. Sein absolutes Steckenpferd ist aber Innenpolitik. So schreibt Amthor seine Doktorarbeit auch über ein innenpolitisches Thema und sitzt auch im Innenausschuss des Bundestages. Im Bereich der Innenpolitik steht er vor allem für einen Sicherheitsstaat und will so auch die Möglichkeit der Geheimdienste ausweiten oder zumindest nicht einschränken und spricht sich zum Beispiel auch für ein Burka-Verbot aus. Die CDU-CSU-Bundestagsfraktion hat sich dafür eingesetzt, die Vollverschleierung im öffentlichen Raum zu begrenzen und wir werden das auch fortsetzen. Und schauen Sie nach Bayern, da kann man nämlich kompetenziell das beschränken, das hat man in Bayern gemacht. In Bayern gibt es in keiner Schule, in keiner Universität eine Vollverschleierung und deswegen wollen wir das weiter ausweiten. Aber auch im Bereich der Außenpolitik hat Amthor eine klare Vorstellung. Er plädiert zum Beispiel für einen deutlichen Umgang mit außenpolitischen Bedrohungen wie dem IS. So stimmte er beispielsweise auch schon für zahlreiche Bundeswehreinsätze im Ausland. Trotz seines jungen Alters ist Amthor also ein Paradebeispiel für einen konservativen Politiker, der nicht gerade für Fortschrittlichkeit steht. Wobei er selbst das natürlich anders sieht. Konservativ zu sein heißt nicht rückwärtsgewandt zu sein, sondern Franz Josef Strauß hat immer gesagt, konservativ sein, das bedeutet nicht das Weitertragen der Asche, sondern das Bewahren des Feuers. Und er sagte, der Konservative marschiert immer an der Spitze des Fortschritts. Was wirklich hinter Philipp Amthor steckt, bleibt fragwürdig. Auf der einen Seite scheint er ein aufrichtiger 26-Jähriger zu sein, der fest an den Rechtsstaat glaubt und sich nicht scheut, auch unpopuläre Meinungen zu vertreten und sich im Zweifelsfall als altbacken, rückständig oder sogar rechts abstempeln zu lassen. Auf der anderen Seite ist Amthor ein undurchsichtiger Newcomer, der über einen unüblichen Weg an die Macht gekommen ist und bei dem sich auch nicht ausschließen lässt, dass seine Meinungen vielmehr den Zweck haben, seine Karriere voranzutreiben, als wirklich einen Beitrag für die Gemeinschaft zu leisten. Wie er einzuschätzen ist, bleibt also letztlich dem Einzelnen überlassen. Nicht ganz dem Einzelnen überlassen bleibt jedoch, dass wir in Zukunft sicher noch viel von Philipp Amthor hören werden. Inzwischen hat er schon angekündigt, dass er 2021 wieder kandidieren möchte. Und wenn das so weitergeht, wer weiß. Vielleicht ist er schon bald Minister, Fraktionschef, Generalsekretär oder mehr oder weniger. Ich habe ihn gefragt.
Von Merkels Nachfolger. Ach, ja. Ja. Leute, hört auf mit sowas, hört auf. Was glaubt ihr? Wird Philipp Amthor es weit bringen? Oder geht die CDU sowieso den Bach runter und er wird dieses Schicksal teilen? Wir sind gespannt auf eure Meinungen. Ansonsten liked dieses Video, wenn es euch gefallen hat und abonniert natürlich auch gerne Wissenswert für mehr. Und vergesst nicht, uns in die Kommentare zu schreiben, über wen oder was ihr gerne mal ein Video sehen würdet. Eure Vorschläge sind nämlich jederzeit willkommen. Also haut rein und bis zum nächsten Mal hier bei Wissenswert. We'll be right back.